Ich liebe dich. Das sind drei kurze Wörter, die für manche Menschen die Welt bedeuten. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um dem Partner zum ersten Mal deine Liebe zu gestehen? Vielleicht dann, wenn du ihm gegenüber die größte Zuneigung verspürst oder wenn du dir sicher bist, dass er oder sie eine feste Beziehung mit dir beginnen möchte. Oder vielleicht solltest du abwarten, dass er den ersten Schritt macht und dass er "Ich liebe dich" zuerst zu dir sagt. Wann ist der optimalste Augenblick für eine Liebeserklärung? Die Antwort erfährst du heute in meinem Video. Danke, dass du wieder mit dabei bist. Bitte denk daran, meinen YouTube-Kanal jetzt zu abonnieren, damit du interessante Themen über Liebe, Beziehung, Dating nicht mehr verpasst. Ich bin Lina Rossmeier, ein zertifizierter Transformationscoach und ein Liebescoach für Männer und für Frauen. Durch meine Coach-Sitzungen online kann ich dich in allen Aspekten deiner Liebe unterstützen. Du bekommst auch deine erste Online-Coach-Sitzung bei mir kostenlos, indem du auf den Link klickst unter diesem Video, der dich zu meiner Website führt. Dort kannst du dich dafür anmelden. Wann sollten wir das erste Mal zum neuen Partner oder zur neuen Partnerin "Ich liebe dich" sagen? Es ist sehr wichtig, dass diese Liebeserklärung nicht zu früh und nicht zu spät geschieht, sondern zu einem richtigen Zeitpunkt. Denn wenn sie zu einem falschen Zeitpunkt gemacht wird, dadurch können wir uns selber schaden. Vorher habe ich auf YouTube viele Videos von meinen Kolleginnen und Kolleginnen mir angeschaut. Und die meisten behaupten, du kannst dann deine Liebeserklärung machen, wenn du spürst, dass deine Gefühle diesem Menschen gegenüber am tiefsten sind und so bla 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 und so weiter. Ich vertrete diese Meinung nicht, denn unsere Gefühle stören uns nur. In diesen Fragen, in der Thematik Beziehung, Liebe und so weiter. Denn diese Gefühle machen uns blind und wir können die Situation nicht nüchtern betrachten. Wann ist doch der richtige Zeitpunkt dafür, um das zu sagen? Bevor wir das machen oder bevor du das machst und deine Liebeserklärung vorbereitest, wie sage ich das, wann sage ich das, möchte ich dich fragen, wozu willst du ihm gegenüber oder ihr gegenüber eine Liebeserklärung machen? Und die meisten Menschen werden sagen, naja, um die Situation zu klären, um den Partner zu informieren, um zu verstehen, ob er mich auch liebt. Es ist keine richtige Antwort in diesem Fall, denn wenn du zu früh oder zu spät deine Liebeserklärung machst und der Partner, der andere hat das nicht erwartet, dann fühlt er sich schuldig, dann fühlt er sich verpflichtend dir gegenüber. Deswegen wäre es sehr gut zu verstehen, wozu willst du diese Liebeserklärung machen. Egal, was in unserem Leben geschieht, egal, was du tust, tust du für etwas, um etwas zu bekommen oder etwas zu vermeiden. Was willst du durch diese Liebeserklärung jetzt bekommen oder was willst du dadurch vermeiden? Es sollte dir selber klar sein. Jetzt werden mich viele fragen, ja, was soll das heißen, Lina? Sollen wir jetzt gar keine Liebeserklärungen machen, bevor alles überhaupt falsch läuft? Natürlich sollten wir "Ich liebe dich" sagen zu einem Menschen, der uns sehr nahe steht, aber zu einem vernünftigen Zeitpunkt. Und dieser vernünftige Zeitpunkt ist für Männer und Frauen unterschiedlich. Wann ist die höchste Zeit für einen Mann, eine Liebeserklärung zu machen? Bei den Männern gilt es generell, je schneller, desto besser. Warum? Denn durch diese Liebeserklärung kannst du diese Frau, diese Partnerin lenken und beeinflussen. Warum? Denn
Frauen lieben mit Ohren, Männer lieben mit Augen und Frauen lieben mit Ohren. Das heißt, wir sind sehr naiv, wir Frauen. Wir sind mit verschiedensten Märchen aufgewachsen und glauben, das, was der Mann sagt, das stimmt zu 100%. Und deswegen gilt es hier für dich, je früher, desto besser. Denn dadurch wird sie denken, aha, dann liebt er mich wirklich und wird schwach. Und hier kannst du die ganze Situation in die Richtung steuern, in die du sie steuern möchtest. Super. Auf jeden Fall, wann früh? Naja, nach 2, 3 Monaten würde ich sagen. Das ist schon die höchste Zeit für einen Mann. Ich möchte noch einmal wiederholen, durch diese Liebeserklärung änderst du die Situation. Das heißt, sie ist diese Frau schwächer, du kannst sie besser beeinflussen. Wenn es um Frauen geht, wann ist die höchste Zeit, zu einem Mann, ich liebe dich zu sagen? Erstens. Niemals zuerst zu einem Mann eine Liebeserklärung machen. Liebe Mädels, ich weiß, dass wir in einer emanzipierten Gesellschaft leben. Ich weiß, dass wir Gleichberechtigung haben. Ich weiß das alles. Aber wenn es um unsere Beziehungen geht, geht um Mann, um Frau, um Liebe, um Abhängigkeit, um Familie, hier herrschen noch alte Gesetze, die Gesetze, die wir von unseren Großeltern übernommen haben. Das heißt, eine Frau soll praktisch niemals zuerst ihre Liebe einem Mann gegenüber gestehen. Dadurch macht sie sich selber schwach. Und er hält sich für sowas von toll und denkt, oh, wahrscheinlich bin ich ein besonderer Mann und sie liebt mich. Okay, dann kann ich jetzt sie manipulieren, dann kann ich mit ihr machen, was ich will, weil sie liebt mich. Das heißt, sie wird mir alles verzeihen, sie wird mir alles erlauben, sie wird sogar Ausreden für mich ausdenken, warum ich etwas Schlechtes gemacht habe. Und am besten würde ich Frauen empfehlen, niemals zu einem Mann oder sogar zu deinem Partner schon, niemals ich liebe dich sagen. Das macht uns schwach, das macht uns manipulierbar. Wenn er dir sagt zum Beispiel, Monika, ich liebe dich, und wenn wirklich du nichts anderes antworten kannst oder er fragt, liebst du mich auch, dann antworte einfach ja. Diesen Satz, ich liebe dich, aus 3 Wörtern, niemals den ganzen Satz zu einem Mann sagen. Entweder ja, ich auch antworten oder ja. Auf jeden Fall, diese Liebeserklärungen sind sehr gefährlich für Frauen, wenn die Frau hier ihre Initiative zeigt, ihre Initiative ergreift. Und überhaupt in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, ist derjenige, der zuerst Initiative zeigt, schwächer. Es ist so. Also, ich liebe dich klingt schön, aber du kannst das irgendwie denken, aber nicht aussprechen, am besten. Und das ist möglich. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann leite es an deine Freunde und Freundinnen weiter. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Bleib gesund, glücklich und reich. Bis bald.